Oh ja, Bereich sichern und Haus. Haus geht ja alles. Ist halt Haus und damit allerseits. Und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. So, jetzt fallen alle vom Hausdach. Mit einem Lufthieb. Sophia und er, Sophia. Wir spawnen alle auf einer Seite. Generell ganz schön ungleich. 3 zu 1. Die Baustelle ganz alleine da drüben. Nee, Panzerwagen und Seitenstraße. LAV. Trotzdem alles auf einer Seite, nämlich unten. Den Biogefahrgutbehälter oh. Lokalisieren. Im Süden. Ich guck Garage. Und hier oben. Gott, wir haben niemanden zum Garage aufmachen. Unten sind sie nicht. Ich hab gesagt, wir haben niemanden zum nur Level. Der zählt nicht, der kann das nicht. Schlafzimmer. Sehr schön. Also Garage ist sauber. Ja, Schlafzimmer. Schlafzimmer ist so dreckig, da musst du mal ausgemistet werden. Da steht ja alles für den Müll rum. Weil Fenster wieder aufpassen, nicht Frost. Ella hat's gesehen. Ella haben sie, glaube ich. Ja, das habe ich gerade gesehen. 10 Sekunden. Keiner fährt rein, toll. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ich schmeiß die alle vom Dach. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Das sieht so karg aus hier hinten. Schlafzimmer oben ist offen. Ja, das haben wir aufgeschossen. Wenn ich da jetzt gleich was anbringen will, dann wäre ich bestimmt umgebracht. Das klingt wie ein Vogelzwitschern. Stoßgerät, das klingt gut. Alle Außenkameras kaputt. Was? Schon wieder. Weg hier. Bring mich nicht, das gibt's, ne? Oh, Scheiße. Du hast was. Arbeitszimmer ist offen. Einer war unten. Okay. Ach, ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe nur noch Zeit. Im Bad ist nur viel Stacheldraht. Keiner im Bad drin. Hinterm Schrank ist wieder ein Schild aufgestellt. Im Hauptschlafzimmer. Böses Auge zerstören. Willkommensmatte im Bad. Und eine Elamina war hier. Elamine kaputt. Der Brenner ist einsatzbereit. Nur noch ein Gegner übrig. Ich fahr mal vor und guck, wo der ist. Ist Maestro. Hinter dem Schrank, ja. Schrank. Rot markiert. Ich häng schon wieder. Eliminiert. Eigener Druck erfolgreich.
auf dem Bett steht er mit schmutzigen Schuhen. Und ich hab durchgeschossen. Ohne zu wissen, dass er da Ohr genau ist. Ich hab da rot markiert, du. Ja, nee, ich hab. Mir war keine rote Markierung, aber ich wusste, dass er in der Ecke war, aber halt nicht wo genau. Welchen Punkt. Seit Ewigkeiten spiele ich mal wieder den Opa. Einer kam rausgeschmissen. Den Raum verbarrikadiert. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Er hat auch in meine Richtung geguckt, aber er hat mich nicht getroffen. Ihr habt drei Einzelwände da und auch drei Leute bei euch. Jeder macht ein was zu. Nee, hier waren ich verstärke die Wand. Na, mal. Und noch ein anderer. Ihr wart zu dritt an der Wand. Ja, der ist schon weggegangen. Ich hab vorhin zwei zu. Nein, nicht aufmachen. Das ist doch gerade der Vorteil, wenn wir hier einen geschlossenen Raum haben. 10 Sekunden. Mist, ich habe bloß zwei Krallen. Scheiße. Steht hier irgendwo ein Störsender? Och, was macht ein Störsender, Mann? Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Lucien. Die Elektrokralle ist an. Ah, jetzt steht hier ein Störsender. Ja, super. Bisschen spät. Nein! Scheiße. Ich habe das Ding einfach geworfen. Meine Artillerie ist... Immerhin haben wir jetzt Strom. Wir sind nach oben. Okay, wir haben hinten bei der Treppe, die bis aufs Dach führt. Na toll. Ich hab die gerade aufgemacht. Das gefällt mir gar nicht. Ja, der macht hier weiter auf. Verlege Stacheldraht. Was? Was? Oh, Blackbeard haben sie auch noch. Der liegt so weit hinten, Alter, dass er natürlich durchgucken kann. Na klar, ey. Das ist doch lächerlich. Jetzt macht er hier auf, der Merrick. Ja, hab ich doch gesagt, dass er da ja aufmacht. Ja, aber bei mir jetzt noch. Ach, der ist viel zu schnell weg, der Arsch. Ach, ich hasse diesen Typen. Der macht das von der Seite, der macht das nicht. Ja. Das ist sowas von bescheuert, dass kein Konter für ihn besteht. Blackbeard sitzt weit hinten weg. Jetzt macht der Miet auch noch auf. Es wird Zeit, dass Kessel das Zeug an der Wand anbringen kann und dass das resistent ist. Die stehen doch schon neben ihm drin. Ach nee, die ist da. Ach, der ist dort, okay. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Der Typ nervt einfach massiv. Was macht ein Grit denn da? Schlafen. Gegen die Wand gelehnt mit der Nase. Jetzt nimmst du Blitz. Hey, Merrick. Jetzt sind die bestimmt nicht in der Garage, wenn wir Merrick und Termit nehmen. Eigentlich müsste noch jemand EMP-Mann nehmen. Die sind da vorhin auch ohne EMP da durchgekommen. Na, mit Merrick, weil der den Störsender dann weggemacht hat. Ja, weil er unten aufgemacht hat und einer hat ihn dann zerschossen. Ja, aber die, ich weiß nicht, ob die oben den Strom weggemacht haben bei mir. Fahrgutbehälter lokalisieren. Und Keller? Nö. Aber einer ist. Oh, das ist aber eine Kackposition, jetzt bräuchte ich aber Bug. Die haben noch Jäger oder so. Ja, die müssen, glaube ich, Jäger haben. Jäger. Das ist doch schön, oder? Haben wir was zu tun? Zum Aufsprengen haben wir da was.
Und Ella. Und Kapkan. Kapkan war, glaube ich, der letzte. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Jäger macht die dritte. Noch 5 Sekunden. Jägermeister? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Na, immerhin habe ich eine tolle Waffe mit Termit. Ah, ich hätte jetzt so gerne einen Bug bei dem Zimmer, das die jetzt haben. Da ist schon Holz offen. Der Fensterrahmen fehlt beim Kinderzimmer. Hat da jemand von uns drauf geschossen? Die Drohne ist aktiviert. Okay, jemand bei der Küche. Die Drohne von Target P ist sofort kaputt gegangen. Drohne wurde eingesetzt. Das Ding ist schon kaputt. Nichts Schwarzes mehr. Ah, hier ist auf der Treppe Küche. Küche sind wir hier. Okay, ich fahr mal. Scheiße. Mist, da komme ich nicht hoch. Was? Ich geb dir einen Headshot, Junge! Ja, er hat noch über die Hälfte, er hat noch über die Hälfte und ich. Ja, klar, Jäger und Ella oben in der Küche. Der ist ja schon wieder draußen, der Arsch. Ja, Doc. Ach, Clash ist auch noch oben. Ah, toll. Nee, die sind da oben schon. Ja, die haben Sau. Also wir müssen runter, aber die Typen sind. Ah, Ella. Jetzt geht sowas von die Hose. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Jetzt fall ich runter. Achtung, tschüss. Ich habe keinen Lufthieb dabei, Mist. Na toll, jetzt komme ich gleich besuchen. Ich könnte jetzt noch eine Termitladung hier anbringen am Holzfenster. Versteht? Nein! Ich war doch schon oben! Die war noch gar nicht draußen, die Kaktusse. Ach komm, Ella, komm noch. Die ist runtergefallen. Spritzenmann hat was gespritzt. Kommt davon. So, 24 Sekunden, es geht gut. Ich gehe jetzt einfach in den Raum rein und die joggen jetzt hier oben. Bestimmt ist jetzt niemand im Raum. 15 Sekunden. Oh! Ja, sie ist scheiße. Eigener Trupp neutralisiert. Hat jetzt ewig gebraucht, um hochzugucken. Ja, wär's, glaube ich, auch nicht weiter hochgekommen. Achtung! Batsch! Nasenstüber, kennst du dich ja damit aus, ne? Kirt kennt sich damit aus an der Wand. Nee, du persönlich. Clash hat voll den Hocker gemacht. Lustig. Aber doch, ja, Lufthieb, also ich habe gehört, dass Nomad zwischendurch mal was angebracht hat, als ich auf das Dach bin. Keine Ahnung. Ich habe aber keinen Lufthieb gehört, also kein Explosivkrams. Na, Hauptsache Clash ist gestorben. Das ist schon mal viel wert. Die blöde Tante, ey. Den Biogefahrgut mit ihrer Hilfe, ja. Den Raum sichern. Störsender findet am Bad. Ja. Geraten.
Oh, Stössenam hat was gesagt. Er hat bereit gesagt. Krass. Es bleiben 10 Sekunden. Teamgerät zerstört. Oh, Jägerkram. Was bist nicht du? Nee. Was bringt der das auch hier an? Stör sind aktiviert. Ich habe noch gar nichts verstärkt. Ah, ich lasse es trotzdem hier. Oh. Ich mach's wie Maestro. Es kommt bestimmt Bug von unten und schießt uns den Boden weg. Das wollte ich ja auch schon längst mal ausprobiert haben. So, noch geht's mir gut. Jetzt habe ich jemanden identifiziert auf dem Dach. Schwarzbart. Die kann man sogar durch den Baum markieren. Man kann sogar erkennen, wer das ist. Durch die Markierung. Störsender findet weiter. Ja, Schlafzimmerfenster, gerade Kamera rein. Die wissen, dass ich hier bin. Kamera ist aber zerstört. Bist du im Umkleidezimmer oder im Kinderzimmer? Ja, okay, Umkleide. Nur noch die Innenkamera bei uns am Bad, alle anderen kaputt. Ja, kann noch weiter. Noch. Kamera rein. Kaputt. Wieso ist denn das jetzt dunkel geworden? Gift bereit. Ja, wir hängen jetzt nicht von oben runter. Also wenn jemand reinhüpft, kann ich ihn sofort umbringen. Ja, Lamine hinter dir, hoch. Kinderzimmer. Ja. Störsender findet wieder was. Eine Minute noch. Drei Gegner, zwei unbekannt. Schwarzbart im Eimer. Zwei Unbekannte. Klopfack. Das wäre kacke, wenn der noch ankommt. Einer vor unserem Fenster, am großen Fenster. Taps darum. Oder ist auf dem Dach. Ne, der rennt zu schnell, der muss auf dem Dach sein. Geht, glaube ich, gerade zum Bad. Ja, bei Jäger kommt er an. Hoffentlich überlebt Jäger das jetzt. Ja, hab ich Jäger geblendet. Ich helfe mal. Jetzt mal zu mir aus. Ich hab einen. Oh, ich hab Jäger gerettet. Ich guck dicke Tür. Ne, Bad, glaub ich. Was? Guck Fenster. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Cool, meine Mine hat was. Hat geholfen. Zum Glück habe ich den Jäger gerettet, der wäre gestorben mit drei Blendgranaten in seiner Toilettenecke. Ja, zum Glück kam meine Kürzmutzmine. Oh, Garage, oh nein! Garage, ne? Ich nehme das Tachanka-Gewehr, da mache ich alle Platte. Wir gehen ja kaputt, wenn Maverick ankommt. Der kommt doch wieder an. Die haben das so erfolgreich gemacht, die nehmen den nochmal. Was willst du? Zwei Mira-Fenster, eins offen, eins nebeneinander zu. Mach ich, Alter. Ich find's zwar echt kacke, wenn die Garage offen ist, aber ich pack die beiden Mira-Fenster nebeneinander. Glaube ich. Und du lässt eine Wand unterstehen. Ah, weiß nicht, es geht immer so schief. Wenn wir beide sterben, dann kriegt das keiner mehr gebacken, wenn eine Wand offen ist. Ich mach die beiden nebeneinander, dann haben wir zumindest hier in der Ecke Ruhe. Ein schönes Souvenir von mir.
Auf gleicher Höhe oder auf Fußhöhe? Nur noch 10. Bin da offen. Dann kann man da drauf schießen und hier sowieso. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Ich überleg noch. Ich lade nach. Feuerschutz. Ach, hier unten geht das gar nicht, toll. Stahlgrad ist ausgelegt. Ja, ich bin immer gespannt. Noch lasse ich sie zu, aber wenn jemand ankommt, können wir ja eins aufmachen bei Bedarf. Nur ein kleiner Piek. Jetzt kommen sie bei mir an. Ich kann die leider nicht identifizieren, obwohl ich die sehe. Kairos vor mir an, scheiße. EMP haben sie auch. Ich hab's Fenster aufgemacht. Mira, wer ist hier noch? Kairos machen hier bei mir auf. Okay. Kamera drin. Also einmal Kairos weg, die müssen dann gehockt rein, wenn sie die übereinander anbringen. Sie hat hier schon noch aufgemacht. Montagne haben sie. Splitter, nee, Blend fliegt rein. Da hat sich nichts mehr am Fenster, scheiße, die haben geraucht. Ich sehe null. Montagne ist hier bei mir. Stöhn hier nicht rum. Grit schmeißt was rein. Am gelben Ping ist jemand. Vorsicht, kann am Regal dich sehen. Ja, aber man kann nicht sehen. Einer tot. Grit hockt direkt zwischen den beiden Garagen. Tot. Oh, das Fenster ist gut. von einem abgeguckt. Der ist hier bei mir. Okay, ich hab C4. Der muss hier gehockt rein. Das geht doch niemals gut. Da geh ich hier mal weg. Er ist nach dahin. Nach dahin. Ja, dann kommt er vielleicht hinten lang, ja, dann der stirbt so oder so. Er stoppt hier noch. Oh, die beiden Fenster, die waren gut. Oben, achso, ist Spritzenmann. Ich guck mal in meinem Fenster. Eins, 12 hat er noch. Ja, ich sammle ein paar Punkte. Lass dir eh noch rein. Ich mach in der Zeit mal ein paar Grid-Zeug-Dinger kaputt und dann krieg ich schon ein paar Punkte. Wo hast du welchen? Nee, ich krieg gar keine Punkte, ist ja beschissen. Mann. Kriegst du 0 Punkte für. Ich schieß die ganze Zeit drauf, aber guck gar nicht, ob ich Punkte für bekomme. Nee, das sind ja auch vielleicht jetzt für die eine Mission. Der will nicht reinkommen. Wollen wir ihm das Loch noch weiter aufmachen? Mach er draußen? Nee. Ich hab ihn nicht gesehen. Hockt vielleicht beim Spawnen, der will vielleicht gar nicht mehr gewinnen. Ach, viel zu offensiv, viel zu offensiv. 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden übrig. Ich setze C4 an. Die Gegner konnten den Behälter nicht rechtzeitig sichern. Der eigene Trupp gewinnt. Und sehen wir ihn nochmal? Er explodiert, Ella's Hintern. Uhu, nach rechts weg. Kopf herunter, das wird laut. Also bei mir ist das normal lautstark. Bei mir ist das laut. Lauter als jedes Waffen- oder C4-Geräusch. Also ich hatte ja echt meine Bedenken, aber das ging genau richtig mit diesen beiden, die da angekommen sind. Ich hätte auch warten können, bis jemand am Regal die beiden Kairos, nee, die drei Kairos wegmacht, aber es ging ja auch so gut. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.